Willkommen bei Tierrettung Weltweit. Einen solchen Einsatz wie in diesem Video hatten selbst die erfahrenen Tierretter noch nie erlebt. Das tragische Schicksal des kleinen Kuma, so wie er von seinen Rettern getauft wurde, ereignete sich in der Nähe von Udaipur in Indien. Der Straßenhund bekommt täglich von Anwohnern eines Wohnblocks etwas zu fressen, um überleben zu können. In einer Nacht muss er dann an ein Stachelschwein geraten sein. Bei einem möglichen Kampf landete dann der Stachel mehrere Zentimeter tief im Augenlid des Hundes. Als ein Anwohner den Hund morgens fand, rief er daraufhin sofort bei der Tierrettung der Animal Aid India an. Die Tierretter machten sich nach dem Anruf sofort auf den Weg zum Hund. Kuma war zur Verwunderung kaum am Jammern oder Weinen. So konnte man schon mal von ausgehen, dass wichtige Nervenbahnen verschont blieben. Die Tierretter nahmen den Hund sofort mit in ihr Fahrzeug und fuhren dann weiter zur Auffangstation. Vor Ort angekommen, untersuchte ein Tierarzt dann genauer den Einstich. Unter Narkose wurde dann vorsichtig Millimeter für Millimeter der Stachel aus dem Augenlid des Hundes herausgezogen. In den nächsten Tagen verheilte die Wunde sehr gut und Kuma war wieder im alten, gesundheitlich guten Zustand. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.